Ich bin 62 Jahre alt, also 1948 in Paderborn geboren, verheiratet, zwei Kinder, habe in Freiburg und Mannheim Volkswirtschaft studiert und habe auch als Diplom-Volkswirt abgeschlossen. Ich bin seit 2004 in Hamburg. Meine beruflichen Stationen: ich bin seit 1972 in der Brauwirtschaft tätig, war 29 Jahre in der Oetker-Gruppe und davon 20 Jahre in Dortmund bei der Dortmunder Aktienbrauerei und bin seit 2004 hier in Hamburg bei der Holstenbrauerei als Vorstand und Geschäftsführer Carlsberg. Und so ist auch meine Zusammenarbeit oder meine Zusammenkunft mit dem HSV gekommen, natürlich über die Zusammenarbeit bei der Holstenbrauerei. Und ich glaube, ich war einer der Ersten, der sich entschieden hat, am Hamburger Weg teilzunehmen. Meine Erfahrungen im Verein, Verbänden und Institutionen, öffentlichen Institutionen, sowohl hier in Hamburg, in der Handelskammer, im Industrieverband und in meinem Fachbereich bei den deutschen Brauern. Und deswegen kennen wir uns, Peter Becker und ich. Ich bin nämlich Präsident des Deutschen Brauerbundes und wir haben zusammen in Berlin ein Haus, wo die Bäcker und die Brauer zusammen sind, denn unsere beiden Produkte als Lebens- und Genussmittel passen exzellent zusammen. Es fehlt uns eigentlich nur noch Abraham-Schinken und dann haben wir die Hamburger Kombination zusammen. Was sicherlich auch mitspielen wird und auch Sie interessieren wird, dass ich bei Borussia Dortmund durch die Zusammenarbeit mit der DAB 20 Jahre in den Gremien war, im Aufsichtsrat war, im Wirtschaftsrat war und natürlich in dieser Zeit sportlich und finanziell alle Auf und Abs eines deutschen Bundesliga-Vereins miterlebt habe. Nennen möchte ich noch, dass ich im Vorstand der Hamburg Friesers bin, auch wenn das im Augenblick nicht besonders erfolgreich verläuft. Wenn ich mir den HSV von außen anschaue, aber mit innerer Verbundenheit, dann habe ich drei Bereiche, auf die ich zu sprechen kommen möchte. Im wirtschaftlichen Bereich sehe ich, dass Bernd Enge, mit dem ich in der Handelskammer nebeneinander sitze, als Vorsitzender des Finanzausschusses gesagt hat, der HSV hat positives Ergebnis erwirtschaftet, er ist solide geführt und das ist das sicherlich, was in der Öffentlichkeit auch übergekommen ist. Der zweite Bereich, wenn ich über das Vereinsleben und seine Emotionen rede, dann fällt mir natürlich auf, dass die Vielschichtigkeit des HSVs mit 8 Gremien, 33 Abteilungen, also der Universalverein, natürlich eine Komplexität in der Vereinsstruktur hat, die es schwierig macht, aber auch spannend macht, miteinander zu kommunizieren. Und was ich an der einen oder anderen Stelle begrüßen würde, wäre mehr Vertrauen und mehr Offenheit, denn wenn ich mir die Tagesordnung der Mitgliederversammlung am 9. Januar angucke, dann ist die nicht gerade von großem Respekt teilweise geprägt gegenüber dem Vorstand und Aufsichtsrat. Das heißt, zwei Dinge müssen nach meiner Ansicht bei den Entscheidungsprozessen gestärkt werden. Das eine ist die Transparenz, das wurde ja angesprochen, und das zweite ist die Kommunikation. Miteinander reden ist sicherlich besser als übereinander. Und deswegen ist es wichtig, dass Entscheidungen, egal welche, ausführlich vorher besprochen werden und auch der Verein oder die Mitglieder und die Gremien des Vereins wissen, wo die Reise hingeht. Worüber wir im Augenblick diskutieren, ist natürlich der sportliche Erfolg. Wenn wir uns die Stärken und Schwächen des HSV angucken, und zwar der Bundesligamannschaft, dann ist es sicherlich die strategische Ausrichtung, die bemängelt wird, das klare Konzept, das langfristige Arbeiten, die Kontinuität. Und da ist die Aufgabe des Aufsichtsrates, Durchhaltevermögen und gute Nerven zu beweisen. Denn im Wechselspiel muss der Vorstand ist für die Operative verantwortlich und der Vorstand muss die Vorschläge machen. Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Personen, für die handelnden Personen. Und wenn ich mir, und der Peter Becker hat es angesprochen, ankomme auf die Veränderungsprozesse, die sicherlich vor dem HSV liegen, denn der HSV hat die älteste Mannschaft oder die durchschnittliche Alter, da muss dieser Umbruch nach meiner Ansicht zu einem Aufbruch führen und nicht zu einer Blockade. Denn das, was wir alle nicht gebrauchen können, denn der Wettbewerb schläft ja nicht, ist eine Lähmung. Und deswegen ist die Geschlossenheit nach oder bei Personalentscheidungen von den beteiligten Gremien wichtig. Und dazu möchte ich mal einen Beitrag leisten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sowohl im Vorstand als auch Aufsichtsrat ein Gleichgewicht ist zwischen Fußball-Know-how und unternehmerischem Sachverstand.
Aber auch das Rollenverständnis zwischen Aufsichtsrat und Vorstand muss klar und deutlich sein. Warum kandidiere ich für den HSV? Ich möchte Denkanstöße geben mit dem Blick von außen, denn ich habe nicht die lange Karriere beim HSV, wie viele von den Kandidaten, die heute hier auch sich vorstellen werden, aber mit innerer Verbundenheit. Und ich möchte das Wie, den Wandel in dem Wie mitgestalten. Ich möchte Menschen bewegen, ich möchte Verantwortung übernehmen und möchte dafür sorgen, dass mit Kraft und Selbstbewusstsein die Handlungsfähigkeit des Aufsichtsrats auch in der Öffentlichkeit klar wird. Der Vorstand muss gefördert und gefordert werden. Hamburg als Sportstadt, Hamburg als Metropole hat den HSV als Original und Aushängeschild. Beides. Und es ist sicherlich wichtig, dass die Raute nicht im Mittelfeld dümpelt, sondern in der Spitzengruppe der Bundesliga mitkämpft. Und ein Titel ist leider kein Sahnehäubchen, sondern hart erarbeiteter Erfolg. Und daran möchte ich mitarbeiten, mit Schwung und Sachverstand im Aufsichtsrat. Und deswegen bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme. Für eine gute Zukunft des HSV, zum Wohle des HSV, möchte ich im Aufsichtsrat mitkämpfen. Denn das ist sicherlich das, was in den nächsten Wochen und Monaten als Herausforderung und als Aufgabe vor uns liegt. Vielen Dank.